Ja, wir sind vollkommen richtig, genau so wie wir sind. Mit uns ist alles in Ordnung und alles darf ganz genau so sein. Genau so weiterlaufen. Es wird immer, immer zu unserem höchsten Wohl sein. Wir vertrauen und lieben, bewegen uns frei und kraftvoll in den Raum hinein, dehnen uns aus und sind offen für alles, was ist. Fühlt das mal. Denn dies, die Menschen fühlen und bewusst werden zu lassen, ist ihre Lebensaufgabe. So leicht, einfach und simpel und doch so schwer. Klarheit, Natürlichkeit und Leichtigkeit verströmt sie. Steht für unser selbstverständliches Eingebundensein als machtvolles Schöpferwesen im großen Ganzen. Spontan weiß sie immer ganz genau, was die Menschen, die sie umgeben, gerade brauchen. In der jetzigen Zeit geht es für uns Menschen darum, uns für uns selbst zu öffnen und uns unseren inneren Prozessen ganz und gar hinzugeben. Im Leben gibt es immer mal wieder Situationen, wo es essentiell ist, zu wissen, wer bin ich? Welchen Wert habe ich? Wofür stehe ich? Was ist in mir verborgen? Genau in diesen Momenten ist es entscheidend, zu wissen und vor allem zu fühlen, dass wir als Mensch mit all der Liebe, die wir sind, über allem stehen. Wenn wir immer mehr in den Zustand gelangen, ohne jeden Zweifel zu wissen, was für ein Schatz, was für eine Macht und wie viel Liebe tief in uns verborgen ist, wird sich allmählich alles Unstimmige in uns und in unserem Feld von selbst zu unserem höchsten Wohle wandeln. Jana Iga mit ihrem Vortrag Weht russisches Wissen. Ich grüße euch herzlich alle. Und bevor ich meinen Vortrag anfange, möchte ich gern herzlich bedanken für die Organisation von diesem Kongress. Ich weiß ganz genau, was steckt für die Arbeit, für die Energie, um das alles zu organisieren. Und dafür bedanke ich mich vom ganzen Herzen für die ganzen Menschen hinter uns, welche uns sehr gut sehr herzlich aufnehmen, vermischt meine Familie. Ich reise mit meiner Familie, welche mich unterstützt, steht immer hinter meinem Rücken und ich liebe sie über alles. Und dafür bin ich dankbar, dass die mir ermöglichen, das, was ich tue. Weil ohne meine Familie würde ich wahrscheinlich nicht diese Grundbasis, dieses Boden haben. Und ich möchte gern danken. Danke aussprechen bei euch. Ihr weiß vielleicht nicht, wie weit ihr seid, aber dass ihr da seid, spricht schon für sich, dass ihr auf dem richtigen Weg. Und ich weiß ganz genau, dass es momentan passiert Dinge, welche jeder von uns spürt, aber nicht erklären kann. Und dass es persönliche Charakter trägt. Und jeder auf seine Intensität kommt zu den Ereignissen und zu Verspüren und manchmal kann schreien vom Schmerzen, vom Seelenschmerzen und dann lachen von Freude und weiß nicht, was es da geschieht. Und jetzt es ist das so stark und das ist zu tun mit dem kompletten Aufstieg von Mutter Erde in dem ganzen Universum. Und das möchte ich genau wahrscheinlich meinen Vortrag in die Richtung lenken. Ich möchte mit euch zusammen diese Ängste anzuschauen und vielleicht helfen euch, sie nicht mehr von Perspektive des Problems und Perspektive des Angst, sondern ganz andere Perspektive. Und da gibt's ein riesiges Potenzial in dieser Perspektive. Das ist die Liebe. Und jede hört immer wieder die Liebe,
Aber die persönliche Liebe zu mir selbst, wer bin ich, wo stehe ich, was mit mir passiert, das ist die größte, was es gibt und das Wichtigste jetzt wahrzunehmen. Und viele kennen mich. Ich habe keine Vorlagen, ich habe keine Laptop und dann zeige ich euch, wie es geht. Es geht und kommt alles, was ihr braucht. Diejenigen, die mit mir schon Kurse mitgemacht, vom ersten Live-Kurse wie Fastenwoche, kennen mich. Da kommen Themen, über welche ich selber nicht ganz klar war, was für Bedeutung haben die. Da ist ganz starke Energie. Und das ist genau das, den Potenzial, diese Kraft, diese Macht, diese wunderbare Eigenschaft, welche in jedem von uns steckt, das ist grandios. Und jeder von euch trägt in sich eine wunderbare Macht, sich wieder zu erkennen und zu finden. Ich kann nur eins sagen. Die Liebe, welche in euch hier ist, die ist so groß. Die ist größer als jegliche Angst. Du kannst deine Angst jetzt vor dir stellen und ihm gewisse Größe machen lassen. Du kannst ihm einfach wachsen lassen, da reinstecken alle deine Ängste. Aber wenn du bewusst bist, dass es nur ein Phantom ist, den Angst, und stehst ihm neben dir und nimmst du noch an die Hand und sagst, du bist da, aber du bist nicht mehr größer als ich und du stehst nicht vor mir. Du kannst mit mir zusammengehen und wenn ich bereit bin, dann mache ich einen Schritt bisschen nach vorne und die ist schon hinter mir. Da hast du dieses Potenzial, einfach die Liebe mehr Raum zu schaffen, mehr Potenzial geben, dass sie stärker wird und er wird viel, viel intensiver sich mehr fühlen, was es unendliche Macht ausstrahlt. Ich möchte euch sagen, dass es gibt viele, viele Informationen auf der Welt. Alte Schriften und alte Veden haben seine Zeit gelesen, dann zugemacht, habe gesagt, das ist nicht mehr aktuell. Das neueste Information, welche das jetzt aktuellste Stand hast, das bist du. Und diese Information steckt jetzt gerade in dir. Ich möchte nicht sagen, dass ich immer richtig vielleicht liege, aber das, was ich spreche, spreche ich auch aus dem Herz. Vielleicht kann ich das nicht beweisen, aber unsere DNA hat unendliche Länge. Und interessanterweise, ich habe gestern mit meiner Kleinen etwas gebastelt, ein Armband, und dann sehe ich DNA. Und ich sehe, dass in jedem DNA gibt es eine so Linie, unsichtbare so Linie, richtige Streifen, welche ihr Ursprung immer hat beibehalten. Also Kodierung von dem, wer du bist. Und jeder Mensch auf diesem Planet, der ist Virtus. Ihr habt bestimmt Anastasia-Bücher von Wladimir Megre schon gelesen. Und im Offenbarung auf die Frage, wer wir sind, sagt sie, wir sind alle Virtussen. Und ich weiß nicht, wie euch geht, aber jedes Mal, wenn ich im Gürtel Kraft trete, spüre ich Elektrizität im Körper. Und ich weiß ganz genau, dass in diese DNA ist angelegt diese Macht, diese Kraft. Und weißt ihr, wenn ihr darauf glaubt, löscht sich alle Programmierungen, welche zuvor waren. Löscht sich die ganze Manipulation, was mit euch war, angestellt durch Reinkarnationen. Es löscht sich automatisch von alleine auf. Das ist die automatische Befreiung. Und das ist so genannte Quantensprünge, unsere Erkenntnis, wer wir sind. Dass wir keine Zeitlinie mehr haben, das ist schon bekannt. Von vielen, vielen Richtungen sprechen schon Medien und Menschen, dass wir eine einzige Zeitlinie jetzt haben. Wir haben parallel keine laufende Zeitlinie. Es bedeutet, es gibt hier und jetzt einmalig. Und du bist an der Reihe, dieses Potenzial zu nutzen. Es bedeutet, du kannst jetzt so viel erschaffen. Aber hast du den Mut, das zu machen? Das ist das Erste. Bist du dir wirklich treu? Und du bist richtig ehrlich zu dir selbst? Und ich möchte gerne, dass ihr einfach reinfühlt diese Frage.
jeder von euch ist wirklich treu und ehrlich zu dir, zu sich selbst, in allem. Wie oft stehen wir nebeneinander und sprechen und lächeln, obwohl innen passiert ganz was anderes. Und das ist nicht die Ehrlichkeit. Und unsere Körper, physiologische Körper, spiegelt genau diese Ehrlichkeit oder einfach Lüge. Und ich kann sagen, wenn ein Mensch steht da und repräsentiert etwas, schau ganz genau, wie strahlen seine Augen, ob die jung ist, weil die Alterung gibt's nicht. Es gibt keinen Alterungsprozess, das ist Symptom, das ist Krankheit. Es gibt keine Wechseljahre, das ist einfach Krankheit, das ist das, was eigentlich nicht existiert. Aber die Menschen waren so programmiert auf diese Information und die wissen vielleicht, was ich sage, aber glauben nicht daran. Und die Frage, an was glaubt ihr? An was wollt ihr glauben? Und jetzt ist die Frage, wollt ihr weiter glauben, dass jemand von der Seite kann euch sagen, was ihr habt, was euch fehlt oder was ihr braucht? Ist das nicht vielleicht die Zeit gekommen, endlich die Verantwortung und die Macht übernehmen und sagen, ich weiß selber, was ich brauche, was in mir steckt und wofür ich fähig bin, oder? Ist das nicht diese Kraft des Herzens, welche schreit schon vom ganzen Schmerzen nach die Freiheit, lass mich raus, lass mich endlich zeigen, wer ich bin, welche Kraft, welche Liebe ich bringen kann zu dir, zu allem, was ich tue. Aber na, ihr vielleicht noch traut nicht. Was bringt euch weiter, in diese Klischee zu bleiben? Ist das nicht genug? Die Erfahrung, was ihr zuvor schon gemacht habt, ist das vielleicht jetzt an die Reihe, sagen, ich mache das, was zuvor niemand getan hat. Weißt ihr, was ich, wenn ich Aussage jetzt mache, dass ihr alle gesund sind. Und da liege ich vollkommen richtig. Weißt ihr das? Glaubt ihr daran, dass ihr absolut alle gesund sind? Wer glaubt nicht? Hand hoch. Wer glaubt daran, dass der ist gesund? Und wenn ich jetzt einfach Meditation oder Rückführung mit euch mache und ihr fühlt diese Gesundheit und dann machen wir Teste, ihr würdet sehen, euer Blut wird das beste Resultate zeigen. Aber wenn ihr erlaubt, euch Zweifel anzulegen, Angst zu produzieren, spiegelt sich die Körper das, was du im Inneren trägst. Und das gibt's im wettrussischen Wissen einen Spruch. Krankheit ist da, wo Stau ist. Liebe verursacht nie Stau, aber Angst schon. Angst verursacht Widerstand. Widerstand zu dem Kraftpotenzial in meinem Herzen. Es ist das Angst. Durch Angst kann man jedem mit euch machen, was er will. Er kann euch alles anreden. Er kann euch in Situationen bringen. Und dann natürlich das aus euch rausnehmen, was er will. Und ich würde nicht sagen, dass es, ob es Nahrungsergänzung oder Ernährung oder Krankheit oder wirtschaftliche oder wie es immer. Es ist immer Manipulation. Ich weiß nicht, kennt ihr mich, Hubergab? Weil ich lasse los gleich, aber ich weiß nicht. Ich bin Rohkostlerin. Lange, lange Zeit Rohkostlerin bin. Und das ist nicht so eine verrückte, sag mal so, Art sein zu Rohkostlerin. Ich bin ein Freak, welche experimentiert auf eigenen Leib. Ich habe Beispiel meine Tochter allein mit meinem Mann auf die Welt gebracht, ohne zuvor jegliche Untersuchung zu machen beim Frauärztin. Mein Baby kennt keine Windel, kennt keine Schnulle, kennt keine Kinderärztin. Versteht ihr? Es ist nicht so, dass uns fehlt die Praxis jetzt. Mir sagen viele, du bist mutig. Nein!
Ich bin ganz normal. Ich bin nur ein Mensch, welcher sagt, das kann ich. Das kann beispielsweise die Hundin oder die Katze machen. Wieso soll ich das nicht machen können? Bin ich nicht intelligenter oder kluger? Wieso jedes Tier kann das machen? Wieso die Menschen trauen sich nicht? Ganz natürliches Prozess. Kann jeder. Versteht ihr? Wir sollen aufhören, einfach Theorie zu reizagen. Wir sollen Praxis machen. Mit der Ernährung das Gleiche. Kennt ihr vielleicht Aussage intuitive Ernährung? Was bedeutet intuitiv? Das, was meine Seele jetzt braucht. In jedem Moment meines Lebens schwimmen von mir ist unterschiedlich. Es gibt Situationen, da wo ich sehr viel Energie brauche. Und da helfen mir bestimmte Lebensmittel. Also vielleicht ein Apfel oder wie es immer. Und in diesem Moment esse ich beispielsweise ein Kilo vom Äpfel. Und im anderen Moment brauche ich gar nichts. Ich faste vielleicht wochenlang und tut mir noch besser. Also nur ich alleine weiß, was ich brauche in diesem Moment. Ist das richtig? Brauchen wir Ernährungsexperte? Nein, weil jeder Ernährungsexpert spricht unterschiedlich. Schaut ihr bitte im Internet, ihr wird verwirrt, was da alles gibt. Ja? Da weißt du nicht mehr, ob du mehr Eiweiße essen sollst oder Kohlenhydrate oder wie es das soll. Und eure Kopf arbeitet und ihr befindet euch wieder im Außen und nicht im intuitiven Inneren. Und das Einzige, was euer Körper braucht, dass ihr aufhört, auf andere zu hören und auf sich selbst vertraut. Wieder zurück zu sich zu kommen. Und im Veden gibt es so einen Spruch, Krankheit ist da, wo Stau ist, da, wo es nicht fließt. Und es fließen können unterschiedliche Sachen in uns nicht. Erstens das Energie, feinstoffliche Energie. Wir sind Energiewesen. Quantenphysik hat das bestätigt. Zweitens ist im physischen Körper auch natürlich diese Energie, aber auch Flüssigkeiten. Wenn da staut sich, es gibt dann natürlich Problemchen. So einfach ist das, total einfach. Und das bringst du alles in Bewegung, wenn deine Gedanken genauso fließen können und du kontrollierst deine Gedanken. Mehr gibt's da nicht. Und bevor wir weiter sprechen, und ich bin keine Theoretiker, ich bin Praktiker, ja, ich möchte gerne mit euch etwas auszuprobieren und ich möchte das bitte auf Russisch machen. Weil ich habe festgestellt, dass deutsche Sprache ist sehr präzise Sprache. Weiß es nicht, ich mache Fehler, wie es immer, aber mir ist absolut egal. Ich spreche trotzdem aus meinem Herz so deutsch, wie ich das für mich am stimmiger fühle. Aber russische Sprache, und ich hoffe, da gibt es jemanden, der russische Kenntnisse hat, das ist eine melodische Sprache, das ist eine Sprache, welche mehr Klang in sich bringt, mehr Gefühle. Und das ist unglaublich, was man da spüren kann. Und meine Töchter bestätigen das. Wenn ich mit Töchtern spreche, Deutsch oder Russisch, wählen die sofort Russisch. Die wollen von mir Russisch hören. Und deswegen, nehmt ihr eure Brille ab, sitzt ihr euch bitte gerade aus, bitte Füße nebeneinander stehen, nicht aufeinander, sondern wenn ihr wollt, könnt ihr Schuhe ausziehen. Es ist besser so. Ich weiß, ihr seid nicht gewohnt, aber über die Fußsohle beginnt ihr Austausch auch vom feinstofflichen Mikroelemente. Und ich sage euch, dass das Körper kann absolut alles synthetisieren. Langsam und sicher kommen unsere Wissenschaftler darauf, was ich über die Jahre schon sage, dass der Körper braucht absolut nichts. Er braucht nur dich. Und dann kann dir absolut alles im Gleichgewicht bringen. Und wir erstellen in unserem selbstregulierten, automatischen physischen Körper alles alleine. Das ist natürlich schwierig für die Pharmaindustrie, für die Lebensmittelindustrie und für andere Hersteller von Produkten, weil da gibt's nichts zum Verdienen. Aber Wahrheit spricht doch für sich.
Ja, es gibt Spontanheilung. Stimmt doch, ja? Kennt ihr Spontanheilung? Wenn es plötzlich krebskranke oder MMS-kranke Menschen oder schwer kranke Menschen stehen, entscheiden sich für Leben und dann Körper plötzlich bringt die Vitalität und Heilung. Wie geschieht dann das? Aus dem gleichen Prinzip. Unsere unikale physische Körper kann alles. Und schließt ihr eure Augen. Atmet durch, einfach durch die Nase. Und versucht ihr eure Köpfe einfach befreien jetzt. Spürt ihr, dass dieser Druck, diese Informationen, was ihr jetzt bekommen habt, einfach wegfließen dürfen? Euer Kopf, dein Kopf wird jetzt absolut frei. Absolut frei. Und du entspannst dich immer mehr. Und du spürst diese Leichtigkeit in deinem Kopf. Du atmest weiter und spürst einfach intensive Energie in deinem ganzen Körper. Und dir wird jetzt angenehm warm. Im ganzen Körper beginnt fließen Energie, welche wärmt ihn. А теперь открой свое сердце. Разреши ему открыться на какое-то мгновение, на какую-то часть секунды, которая сейчас и здесь. Открой свое сердце. Разреши энергии влиться в тебя, наполнить тебя сверху до низу. Почувствуй энергии именно в этот момент, сейчас. Доверься. Доверься тому, что живет в тебе внутри. Это искорка, это энергия, которая давно уже превратилась в пылающий огонь. Она просится наверх. Сейчас. Почувствуй, как изнутри из тебя вырывается жгучее пламя, воспламеняет твое все тело, и тебе при этом тепло и хорошо. Почувствуй свою силу изнутри. Просто доверься ей. И отдайся ей. Отдайся полностью, как ты можешь. И когда ты свои глаза откроешь, эта сила будет окружать все твое тело и наполнить тебя магическим магическим светом. Und diese Liebe, welche jetzt aus dir ausbricht, aus deinem Herz, welche du in dir immer schon getragen hast, ist jetzt sehr präsent in dir. Fühle, dass du genau das bist, was in dir ist. Mehr braucht man nicht. Nur Vertrauen. Vertrauen in diese Gefühl. Und wenn du jetzt deine Augen öffnest und siehst mich oder vielleicht dich selbst, dann beginnt deine Wahrnehmung immer über dein Herz an dich reinzukommen, nicht über deinen Kopf. Ich weiß, dass vieles in unserem Leben kann Neues sein, aber das ist nicht Neues für dich. Das ist sehr alt, weil du bist unikales Wesen.
So ein Schöpfer, so ein präsenter Schöpfer wie du brauchen wir hier. Und wir zählen auf dich. Auch unsere Kinder zählen auf uns, dass wir denen zeigen, dass wir uns treuen, dass wir uns vertrauen, dass wir spielen keine Spielchen mehr. Wir sind so, wie wir sind. Auch mit unserer Individualität. Jeder ist anders. Und diese anders zu sein, nicht normal zu sein, das ist die unglaubliche Werkzeug. Nehmt ihr ihn und baut das, was ihr wollt. Ich kann euch versichern, dass das Geld kommt von alleine. Wenn du ihm so einen Zustand andrehst, die Fühle, diese Ruhe, die wird einfach ein Teil von dir sein. Weil das ist einfach Energie, deine Energie. Glaub's mir, es gibt da draußen nichts. Es gibt nur du jetzt, hier. Und das, was du einfach bereits siehst, diese Hologramm, Illusion, wie es immer du nimmst, das ist dein Spiel. Vielleicht hast du gelassen jemandem ran und der hat dich manipuliert, um dieses Spiel so aufzubauen. Aber du kannst jederzeit die Führung übernehmen. Jetzt ist das schwer. Für wem ist das schwer? Könnt ihr bitte Hand hochheben, dass ich einfach anzuschätzen kann, wo stehen wir? Ist schwer, wirklich die Verantwortung auf sich selbst zu übernehmen? Ich habe immer die Wahl. Ist nicht so? Ich habe eine Wahl, in diese Arbeit zu gehen. Ja oder nein? Habe ich Wahl? Ja. Ich habe den Wahl, mit dieser Frau oder mit diesem Mann zu leben. Habe ich die Wahl? Habe ich die Wahl, meinen Körper vital zu ernähren und ihm in Gesundheit, komplette Gesundheit zu versetzen? Habe ich die Wahl? Ja. Brauchte mich jetzt nicht anlügen und sich selbst nicht anlügen. Du hast immer die Wahl. Aber wenn du jetzt nicht entscheidest für dich und denkst, ich mache nur ein bisschen da, ich mache nur ein bisschen da, dann belügst du nur dich selbst, nicht mich. Ich bin für mich verantwortlich. Du bist für dich verantwortlich. Was du magst, es ist deine Entscheidung. Mehr als jetzt als wörtliche Hintertritte kann ich euch nicht verpassen. Und ich bin so ein Gefühl, Menschen brauchen immer so das. Komm, komm, komm. Aber diese mutterliche Erwartungen, dass dich jemand kommt und wie in der Früh, hey, Schätzele, es ist schon 7 Uhr, aufstehen. Wann erwachst du dann? Weißt du, das ist 99% der Menschen befindet sich in dem Alter von 12 Jahren. Weißt du, dass die meistens erwachsenen Menschen, das sind nicht ausgewachsene, reife Wesen sind. Das sind die Kinder. Wenn jemand war, bei mir im fasten Woche, der weiß, über was ich spreche. Man kann das nachvollziehen und beobachten die Menschen, wie die sich verhalten und gleich sagen, du bist noch ein Kind. Das ist natürlich Ego, wird dann gleich sagen, hey, ich bin ein Mann, ich bin eine Frau, ich verdiene Geld. Aber deine Handlungen, wie du dich selbst behandelst, deine Erwartungen, was du vom anderen erwartest, zeigen die Wahrheit. Und die Wahrheit sagen immer das, was du vor ihnen prägst. Und die meisten Menschen, es wirklich Kinder, ist das nicht so an der Reihe, dass wir wieder erwachsen werden? Weißt du, wie Erwachsene sich verhalten? Erwachsene verhalten so, dass die nicht annehmen dumme Aussage von jemandem. Die kommunizieren mit den Menschen, die einfach Erkenntnisse aufbauen, fragen, wieder fragen und dann spüren. Und dann, wenn nicht verstehen, dann Frage stellen. Und so lange die Frage stellen, bis die beiden Menschen Klarheit schaffen. Und die meisten Menschen
sprechen so, eine spricht über eines und die andere spricht über anderes und die verstehen sich gar nichts. Und wenn wir gründlich auf den Grund gehen und fragen, wie hast du das wahrgenommen, kriegen wir zwei unterschiedliche Bilder. Und so gibt's natürlich andere Art von Menschen, die sind nicht in Phase vom Kind, die sind in Phase vom Erziehen, vor der Elternphase. Welche sagen so, jetzt wird so gemacht und nichts anderes. Ich weiß besser, ich bin jetzt Autoritätsperson, ja? Aber wo ist die Erwachsene? Erwachsene sagt, hey, mein Liebe, ich weiß, dass du meinst so, ich bin jetzt auf sich ganz andere Sichtweise habe. Komm, wir kommunizieren miteinander. Wir finden einen Weg, was ist da geschieht, was ist besser für dich, was ist für mich gut und dass wir gemeinsam eine Lösung finden. Und das ist die Erwachsenenposition. Und jetzt könnte sich selbst fragen, wo stehe ich? Eltern oder Kind? Oder ich bin schon erwachsen. Im wirtrussischen Wissen, sag mal so, mit 39 Jahren beginnen erst die Menschen erwachsen zu sein. Vor 39 Jahren, ein Mann soll Minimum 21 Berufe erlernen, Handwerker. Frau auch. Aber Frauen machen das auf mehr Art und Weise Kreatives, ja, weil die Frau ist ein Zentrum von allem. Die hat spiralförmige Energie. Mann eher strategische, lineale Energie. Und das ist Sexualität, baut sie gerade darauf, dass die Frau ist die Wirbel, welche inspiriert und an sich anzieht alles. Und der Mann ist Schützer, der ist Ritter, der ist dafür da, das alles zu organisieren, alles bauen und schützen den Raum. Und in unserer Gesellschaft, Menschen haben sich so verloren, dass es an die Reihe ist gekommen, euch zu sagen, hört ihr auf, Meinungen vom anderen zu hören, geht im Herz, spürt ihr, ihr bekommt dieses ursprüngliches Wissen wieder zurück. In eure DNA ist das angelegt. 2 Zentimeter über Bauchnabel befinden sich Urzelle. Im Russland sagt man Bauch, das ist ein Leben. Es gibt auch so Wort Живот. Живот bedeutet das Leben. Und hier, genau hier, über 2 Zentimeter, treffen sich alle Meridiane unserem ganzen Körper. Es bedeutet, in diesem Meridianentreffen, in diesem Zentrum, geschieht etwas ganz Besonderes. Und hier, genau hier, aus dieser Zelle, wird alle Informationen an andere Zellen übernommen, wenn du dafür reif bist und entscheidest und triffst, Selbstverantwortung zu tragen. Und ich kann euch sagen, eure Körper kann man jederzeit regenerieren. Dafür braucht ihr nur gewisse einfach Kenntnisse zu nehmen. Könnt ihr mein Buch lesen? Da ist alles ganzheitlich schon beschrieben. Im kurzen Sinne, das wird so gemacht. Erst ganzheitliche Reinigung, dann Ernährung parallel umstellen und mit Fasten alle Symptome auflöschen. Ihr kennt wahrscheinlich bestimmt Heilfasten. Aber was bringt mir Heilfasten, wenn danach der Mensch ernährt sich wie zuvor? Nichts. Nicht viel ist auf jeden Fall. Nur kurze Zeit und dann kommt das wieder zurück. Aber wenn ein Mensch verändert und Veränderung kommt dadurch, dass ich mich verändere, verändere meine Lebensweise, verändere meine Anstellung und vom erst verändere meine Anstellung über mich selbst. Wer ich bin, wie wertvoll bin ich. Hey, wie oft stehst du in der Früh und sagst, wow, das bin ich. Und dann beginnt der Tag. Und genau so soll es sein. Hey, ich bin noch hier. Halleluja. Was kann ich heute noch anstellen, dass allem schlecht wird dadurch? Aber ich will am Leben bleiben. So muss Begeisterung sein von sich selbst. Hey, mein Körper, nackt ausgesogen, im Spiegel schauen. Wow, das liebe ich. Und nicht, da etwas nicht stimmt. Und da mache ich Peeling vielleicht und da Zellulitis kommt und. Aus welcher Sichtweise wird das meistens gemacht? Aus Mangel. Und nicht, oh, mein liebe Haut, jetzt mache ich dir Peeling, weil ich dich liebe. Perspektive. Versteht ihr Unterschiede? Mache ich es aus der Liebe oder mache ich aus dem Angst? Und das ist mit dem Allem in unserem Leben. Da gibt's keine andere. Es gibt immer Wahl.
du wählst. Es ist nur plus, so ist das bei uns gefragt, dass wir die Achtsamkeit haben, immer bei uns zu bleiben. Oh je, und ich weiß, über was ich spreche. Ich habe so eine energetische Kleinkind. Und ich weiß, über was ich spreche, wenn du willst, innerhalb von einer Minute 50 Mal Mama, Mama, Mama gesagt und du trotzdem bei dir bleibst. Und du gehst immer wieder raus aus diesem Harmonie, aber du erinnerst und kommst wieder. Und das will ich bei euch quasi ein bisschen so richtig rütteln, dass ihr versteht, über was ich spreche. Kommt ihr wieder in die positive Perspektive, in die Liebe. Ich kann euch versichern, dass ihr können alle Krankheiten heilen, wenn ihr euch dafür entscheidet. Ich wollte mein größtes Lob, mein größter Lehrer einfach jetzt erwähnen. Das ist meine älteste Tochter. Von die ich bin so begeistert. Das ist dieses Mensch, welches sich so erkämpft um ihr Leben. Ich kann euch nicht beschreiben, wie es das wunderschön zu sehen, wie wenn ein junger Mensch ergreift das Leben, trifft die Entscheidung und dann reißt alle Potenziale und lebt. Und das, sie hat das geschafft. Ihr schafft das auch. Die Celine ist zum Beispiel, ich liebe dich über alles, die vom ihr ganzen Leben, die war treu sich, die ist Künstlerin. Die hat auch so Alchitechnik gebracht, da wo sie sagt, jeder Mensch kann malen. Man muss sich nur trauen, trauen zu öffnen. Und sie ist genial. Sie gibt auch so viel Demut und Liebe in dem, was sie macht und zeigt auch die Menschen. Also wenn ihr Lust habt, in euch mehr zu entdecken, könnt ihr gern auf Celine ihr Homepage schauen und vielleicht Kurse machen. Das sind einfache Kurse, aber die öffnen etwas in uns. Die öffnen eine Tür nach dem anderen. Also es lohnt sich anzuprobieren. Und ich will nur euch sagen, jeder Mensch hat seine Krisenphasen in seinem Leben. Aber es gibt keinen Grund aufzugeben. Aufzugeben, Liebe in sich zu versperren. Liebe gehört nach draußen. Aber erst Entdeckung in sich. Du kannst nie Liebe finden irgendwo draußen. Du entdeckst sie in dir. Macht ihr eure Augen zu. Tief einatmen, ausatmen. Und jetzt beim dir Atem, wenn ich sage, ich bin nicht dieser physische Körper. Fühlt ihr eure physische Körper, aber seid ihr präsent, das ist nicht das, was ihr seid. Beim Ausatmen sagt ihr bitte, ich bin auch nicht dieser Verstand, dieser Gedanke. Und nach Atem anhalten, fühlt ihr Präsenz und fühlt diese bitte im Inneren. Und jetzt machen wir einatmen. Ich bin nicht dieser physische Körper, auch nicht dieser Verstand. Dann fühlt innen, es vielleicht schmerzhaft, es geschlossen, aber fühlt es, wie es Präsenz ist da. Wieder, ich bin nicht dieser physische Körper, auch nicht dieser Verstand ausatmen. Ich bin etwas mehr, was in diesem physischen Körper ist drinnen, auch außerhalb. Aber wie findet sich der Ursprung in diesem physischen Körper? Und wieder, ich bin nicht dieser physische Körper, auch nicht dieser Verstand. Atem anhalten und spüren. Ich bin nicht dieser physische Körper. Auch nicht dieser Verstand. Ich bin diese Essenz. Ich bin das, was mehr ist als jedes Wort. Bin nicht dieser physische Körper,
auch nicht dieser Verstand. Ich bin mehr. Ich bin das, was da ist. Spürt ihr? Spürt ihr etwas? Und wie geht's euch dabei? Gut, ja? Seid ihr richtig entspannt jetzt in sich? Das ist das. Wenn ihr euch entspannt, erlaubt einfach Kopf auszuschalten und entspannt euch, beginnt ihr euch wahrzunehmen. Und aus diesem Zustand trifft ihr bitte Entscheidungen. Es ist sehr leicht. Braucht ihr etwas dafür? Nein. Braucht ihr jemanden dafür? Nein. Kann das jeder? Wenn nicht jetzt, dann mit der Zeit. Manchmal ist so verkrampft, ist so verspannt, ist so der Kopf so richtig wie ein Nuss gepresst, dass man erst in den Zustand des Entspannens kommen sollte. Und ich weiß, über was ich spreche. Kopfschmerzen gibt's nicht. Es hat ein einziges Wesen auf der Erde, ist der Mensch, weil der sich anspannt im Kopf. Sobald du lernst, das, was ich jetzt euch gesagt habe, kannst du Kopfschmerzen komplett für immer auszuschalten. Auch Körperschmerzen kannst du dadurch auszuschalten, indem dass du dich bewusst entspannst. Obergab, Spannung ist das Schmerzen, auch Seelenschmerzen ist das. Wenn ihr euch anspannt, geht dann nicht mehr. Da ist die Stau. Das ist das, über was russisches Wissen spricht. Anspannung, Stress. Ich kann euch sagen, dass alle Krankheiten kommen aus psychosomatischer Ebene. 100%. Parasitologie, da kenne ich mich ganz gut aus. Parasite kommen dann, wenn du hier nicht richtige Anstellung hast. Klar, man kann mit Kräutern, mit unterschiedlichen Mitteln das im Gleichgewicht halten. Aber wenn da nichts verändert, kommen die immer wieder, immer wieder, immer wieder. Du kannst sehr viel Zeit und Geld ausgeben, aber es ändert sich nicht grundsätzlich. Wenn ihr Frage habt über Ernährung, über Gesundheit, über Bewusstsein, über Kinderbegleitung, über wie es immer, ich befinde mich gewisse Zeit da neben die Bühne, wir können miteinander kommunizieren. Wenn Rasmus auf die Bühne kommt, ich gehe dann vielleicht mit euch nach hinten, das auf keinen Fall Rasmus zu stören, weil ich mag Rasmus sehr und seine Arbeit. Und ich finde, dass es wir harmonieren auch in gewissen Themen sehr gut. Und ich habe keine Ahnung, wie spät es ist. Ah? Habe, oh, 17 Minuten. Da kann man die Welt verändern in 17 Minuten. Ja. So. Ansonsten, ich kann nur sagen, die Wörter alleine, die sind für mich leere irgendwelche aus. Ich fühle die Wörter nicht mehr so intensiv wie früher, habe das gefühlt. Weißt du wieso? Weil die Sprachen sind alle Sprachen, Russisch oder Deutsch oder andere Sprachen, sind so degradiert, das kann man nicht übermitteln, die Emotionen, dieses Gefühl, was in uns sind. Oft suche ich auch passende Wörter auf Russisch und dann spüre, es geht nicht, so mehr auszudrücken. Und wie Anastasia damals in Büchern geschrieben, gesagt hat, Wladimir Megret, die Menschen würden eigenes Band schreiben, eigenes Buch. Ich denke, genau das wird auf universelle Sprache stattfinden. Ich bin überhaupt dafür, dass wir beginnen, eine Sprache sprechen, weltweit. Ich finde, das ist total. Und ich hoffe, dass unsere Kinder schaffen, dass diese Sprache
so komprimieren, so erschaffen, dass die würden genau auf die Eigenschaften aufgebaut wie Herzensenergie. Ich glaube, genau diese Vision würde ich jetzt vorbehalten, dass genau so geschieht, dass jedes Generation, also wenigstens Kinder, meine Kinder, würden schaffen, mit jedem Mensch auf diese Sprache zu kommunizieren. Es wird oft gesagt, Telepathie ist das universale Sprache, aber wir können auch mündliche Sprache so wieder aufzubauen, dass jede Wesen kann so wie Melodie aussprechen und das wird super toll klingen. Ich weiß ganz genau, das ist möglich und so wird es. Punkt. Ja, da freue ich mich schon. So, meine Liebe, jetzt bin ich auf den Punkt gekommen, da wo ich fertig mit meinem Vortrag. Nein, ich habe wirklich eigentlich alles gesagt, was ich sagen wollte, selbst wenn ich Zeit habe. Aber wieso soll ich das einfach hin und her Wörter hin und her fließen lassen? Ich mache Folgendes. Ich möchte gerne noch ein paar Wörter über Angst erwähnen. Ich weiß, dass viele Menschen sitzen und haben bestimmte Sorgen und Ängste. Und diese Angst, was mit dir alles machen kann, die ist sehr, sehr kraftvoll. Und wenn du jetzt deine Augen schließt und baust so eine Liste in deinen Gedanken, von wovor du Angst oder Sorge hast, mach das ganz kurz mit mir, weil sonst macht ihr das nicht, ja, zu Hause. Keine Zeit oder abgelehnt oder vergessen. Machen wir so eine Liste von Angst. Viele Menschen haben Angst, Alterungsprozess, Sterben, Versagen. Etwas nicht schaffen, das, was schaffen sollte. Nicht gut aussehen in die Augen für die anderen Menschen. Dann gibt's Angst, Schmerz zu spüren. Oder Angst, lächerlich auszusehen. Oder Angst, was die anderen von dir halten. Dann Angst vielleicht vom Demut, vom Missbrauch, von Manipulation, von Krankheit vielleicht irgendwelche, vom dick-dünn zu sein, wie es immer. Und ihr erweitert die Liste. Ja, ich habe nur Stichpunkte gesagt, das ist allgemein so richtig verbreitet. Ja? Und jetzt stellt ihr die Frage, was bringt mir das, wenn ich diese Energie ständig fütter? Und dann malt ihr das bildlich vor, wie ihr würdet aussehen und wie lange habt ihr noch zum Leben. Und in welche Qualität. Und jetzt machen wir andere Gegenliste-Seite, also im Kopf. Was wäre, wenn ich jetzt aufhöre, Schuldige zu suchen? Auch bei meinen Eltern. Weißt du, dass jedes Kind selbst entscheidet für alles. Auch meine Tochter mit 4 Jahren, sie weiß ganz genau, was sie will. Und sie entscheidet selber, was sie macht oder was sie nicht macht. Also jedes Kind entscheidet auch in diesem Alter, was er will. Nicht die Eltern tragen Verantwortung. Ich weiß, dass es psychosomatisch jetzt wird aktuell und Psychotherapeuten arbeiten sehr intensiv und sagen, oh, das Kinderdrama, das hast du damals in Kindheit, die Verletzung. Aber in Ehrlichkeit, du hast damals selbst gewählt, so diese Position anzunehmen. Ist das vielleicht genug, in diesem Vergangenheit zu sitzen und ständig Schuldiges zu suchen bei den Eltern oder bei jemandem anderem? Glaube ja. Ja? Ist doch an die Reihe jetzt. Ich bin doch hier. Hey, meine Mama und Papa ist auch nicht da. Ich kann jetzt für mich das alles verändern, indem dass ich mich entscheide jetzt für etwas Neues, für anderes. Stimmt? Ja. Spart ihr eure Geld für Psychotherapeuten? Wirklich. Die brauchen selber Psychotherapeuten.
Nächster Aspekt. Angst vom Tod. Hey, wir sterben doch nicht. Wir sind ewiges Wesen. Unser Körper kann tausende Jahre uns dienen. Die brauchen nur richtige Behandlung, Aufmerksamkeit, Liebe. Der kann ewig, der kann sich verjüngen, der kann sich regenerieren. Nicht umsonst, selbst Mediziner sagen, selbstregulierte System. Ja? Lasst ihr auf euch wirken. Selbstregulierte System. Es bedeutet, der reguliert schon, so dass es passt. Aber er braucht deine Liebe. Dann reguliert er sich richtig. Bis jetzt hat er eher im Mangel und Angst gelebt. Deine Zähne wachsen zweimal, plötzlich. Deine Organe, wenn die nicht richtig behandeln, bla bla bla, werden krank und dann operieren, zick, zack, und dann hast du Hüfte oder Knie oder noch etwas Ersatz. Plötzlich, es kann alles regenerieren. Alles. Ich habe so viele Erfahrungen. Ich kann euch nur plus überzeugen durch die Erfahrung, dass es alles möglich ist. Wir sind ewiges Leben. Und Tod bedeutet, nach Hause zu gehen. Ich habe Nahtoderlebnisse. Ich weiß, über was ich spreche. Es ist genial. Einfach erlaubt euch, jetzt zu leben. Erlaubt euch, schaffen, jetzt zu leben. Lasst ihr euch wirken. Schafft ihr bitte jetzt zu leben. Lasst ihr nicht mehr auf morgen alles verschieben, was jetzt ist. Oder ich schaffe jetzt in diesem Moment zu leben oder ich habe keine andere Möglichkeit. Stimmt ihr mir das zu? Ja? Oder ist das Blödsinn? Versteht ihr, es ist auch in der Bibel steht das. Schafft nur plus ein bisschen anders verschlüsselt. Aber steht schon im Koran, in der Bibel, das alles geschrieben. Nur Gegenwart zählt. Also verbracht ihr eure Aufmerksamkeit nicht auf Angst vom Tod. Kann man schreiben über Angst vom Tod? Hey, ich schaffe jetzt zu leben. Und ich freue mich auf diese Möglichkeit. Ist das nicht so, dass du bewusst ausgewählt, diese Reinkarnation auf diese Erde, um diese negative Erfahrungen zu machen, aus welchem Grund? Aus dem Grund, intensiver Liebe kennenzulernen, intensiver Licht zu sehen, intensiver Licht zu spüren. Ist das nicht so? Lasst euch ein bisschen erinnern an eure Entscheidung damals. Das ist die Wahrheit. Wenn ihr würdet jetzt auf andere Planet landen, mit anderer Reinkarnation, da wo komplett alle Harmonie, was denkt ihr, wie ist das, wenn du immer harmonisch bist? Intensität zu spüren vor die Liebe ist nicht da. Erfahrung über sich selbst zu machen, ist nicht da. Nicht in diesem Qualität, wie wir hier haben. Es ist doch so, wenn mit uns etwas Negatives passiert und wir dann Erkenntnisse daraus ziehen, positive Erkenntnisse. Und ich als Kind wusste, dass es alles, was in meinem Leben passiert, dass es nur zu meinem Besten ist. Katapultiere es gleich nach oben und habe eine tolle Erfahrung. Stimmt? Eigentlich negative Erfahrungen bringen uns zum Wachstum und zum Erwachen. Stimmt? Wieso sind wir nicht dankbar dafür? Hey, das ist doch schön, wenn es alles verändert, wenn es alles zusammenbricht und meine Gesundheit jetzt zusammenbricht, dann beginne ich es zu schätzen. Dann schmeiße ich nicht in diese wunderbare Tempel, in diesem Körper alles, was nicht dazu gehört, sondern gebe ich nur das Beste. Stimmt? Ich kann euch nicht beschreiben, wenn ich über 20 Tage gefastet habe, nur Wasser, Fasten für mich ist nur Wasser. Ich habe so klare Kopf bekommen. Ich habe so Energie bekommen, dass ich nie zuvor erlebt habe. Und meine Teilnehmer vom Fastenwoche können das bestätigen. Nach 5. Tag katapultierst du hier. Körperlich vielleicht nicht, weil da sind noch, muss man die ganzen Toxine, Gifte rauszuschwimmen. Aber hier,
zu einer unglaublichen Klarheit. Und ob es Celsius war oder Platon oder unsere viele, viele weise Menschen, die welche wirklich uns etwas hinterlassen, für wichtigere Sachen, die haben lange Fasten immer gemacht, nicht umsonst, weil ich verrate euch, diese Nahrung, was ihr nehmt, das ist Droge. Das ist reine Droge, genau wie Alkohol, genau wie Konsum von Informationen. Wow, so viel Informationen jetzt im Internet. Das Mensch kann vom Tag bis nach nur im Internet hängen. Stimmt? Hast du Zeit dann für dich? Ruhe, Stille? Nein. Tolle Ablenkung, ja? Ah, wir pumpen denen positive, negative. Hauptsache, er nicht beschäftigt mit sich selbst. Und ich sage, ich vielleicht nicht beliebt von allem. Aber mir ist das vom Wurscht. Weil ich sage euch eine einzige Sache. Wichtig ist, dass wir abschaffen diese Ablenkung und wieder zu uns zurückkommen. Und die Ablenkung kann unterschiedlich sein. Und die, sag mal so, die Schaffung von dieser Ablenkung bricht jetzt zusammen. Ihr merkt doch selber, solche Informationen, wie ich rausgebe, wird immer mehr. Immer Menschen sagen aus Herzen, wirken aus Herzen. Immer mehr Kinder kommen auf die Erde, die sind so anders. Das ist unglaublich. Ich schaue schon meine Kinder. Du bist 24 Stunden voll katapultiert nach oben mit Energie. Wenn du das nicht mitmachst, naja, Halleluja. Das ist pure, pure Lichtarbeiter. Und du bist auch ein Lichtarbeiter. Sonst würdest du nicht da sein. Weißt du was, es gibt jetzt auf der Erde, es hat mein Mann mir geholfen, das richtig anzuordnen, weil es mittlerweile auch ein paar Menschen haben das gesehen. Ich habe Lichtsäule gesehen und ich wollte Deutschland verlassen. Und ich habe das nicht geschafft, mich komplett verabschieden von Deutschland und im anderen Land zu ziehen, weil ich habe verspürt, ich bin so wichtig hier. Und dann bekomme ich diese Information, dass diese Lichtsäule immer da, wo Lichtarbeiter sind. Und die sehe ich permanent und die wird immer mehr. Und das ist schön. Und Lichtsäule ist nichts anderes als Hilfe für die Mutter Erde, welche uns unterstützt in diese Erkenntnisse. Und wir sammeln uns jetzt zurück alle. Ich habe über Zeitlinie jetzt ganz kurz etwas gesagt. Ja, es gab viele, viele Zeitlinien, aber es gibt jetzt eine einzige Zeitlinie, in welche wir wirken. Und die Zerstreuung von uns selbst beginnen wir jetzt anzusammeln. Und das kann sein, dass du schläfst jetzt viel schlechter als zuvor. Dass du immer wieder konfrontierst mit vielen Themen, welche waren versteckt von deinem Bewusstseins. Da, wo du, sag mal so, vergrabt hast, dir war unangenehm diese Themen. Aber jetzt kommt das alles auf die Oberfläche. Ihr denkt nur, Gesellschaft reinigt sich jetzt. Und da kommt der Dreck jetzt, den ganzen Dreck auf die Oberfläche. Bei euch auch. Bei jedem bei uns. Stimmt? Ja? Es kommen alle diese unterdrückte, nicht so schöne Sachen jetzt auf die Oberfläche. Wieso? Weil wir haben gelernt, Urteile abzugeben. Das ist gut, das ist schlecht. Wo es in Wirklichkeit nur reine Erfahrung. Alles zählt zum Erfahren. Aber wir haben damals gesagt, das ist schlecht. Das gehört nicht, so zu handeln, nicht so zu sein. Also mir ist das unangenehm. Trenne ich das oder verstopfe ich mit etwas? Und jetzt kommt das auf die Oberfläche und jetzt sammeln wir das. Und wie schneller? Und das geschieht es schnell. Jetzt geht mit Quantensprünge dieses ganzen Sammeln, weil es gibt nur eine Zeitlinie. Du hast keine andere Wahl, als dich wieder zusammen zu holen. Diese Ganzheit wieder bedeutet, zusammenzukriegen, diese Fünfdimensionalität wieder zu spüren. Es geschieht jetzt mit uns. Und da möchte ich euch sagen, haltet durch. Ich weiß, es kommen Tage, da wo uns nicht so angenehm, da wo wir wirklich weinen und Tränen kommen. Halt dir durch, es wird schon. Ich weiß, Lichtarbeiter bedeutet nicht immer rosig zu sein.
Mir auch nicht. Aber es wird. Ich glaube nicht, dass jemand von euch im Saal will wieder so anschlafen und lieber gar nichts mehr wissen. Wie viele Menschen da draußen, ja? Irgendwie, es gibt sich auch gewisse Potenzial und Qualität, wenn wir erwachen und erkennen das Ganze. Es gibt auch schöne Sachen. Aber es ist nicht so, läuft so wie Butter geschmiert. Ich bin nur ehrlich, ja. Ich kann natürlich sagen, wow, Liebe ist so wunderschön. Da geht's das immer und das und jeniges. Das ist doch nicht volle Wahrheit. Wahrheit entspricht so. Wir bewegen uns. Und Bewegung bedeutet Wille, formige Bewegung. Also kommt jeder von uns in diese Ebene. Wir sind jetzt so viele Teilnehmer. Verbindet euch. Macht ihr eine Gruppe daraus. Telegram-Gruppe. Kommuniziert miteinander. Unterstützt euch untereinander. Es hilft auch vielem. Ich habe beispielsweise nach Fasten immer so Gruppe, da wo die Menschen unterstützen sich. Und das hilft ihnen. Hilft ihnen, manchmal sich zu erinnern. Weißt du, du spürst so einen Moment und du fühlst dich super toll. Dann gehst du wieder in Gewohnheiten, alte Gewohnheiten und vielleicht vergisst du sie wieder zusammenzubrechen und wieder zu erinnern. Und so hilft ihr euch gegenseitig. Ich bin, wie gesagt, ich bin Praktiker. Ich möchte gern, dass es alles im Laufenden bleibt, ja. Ich mag überhaupt nicht, meine Energie zu vergolden mit Menschen, welche geht da rein und da raus. Also wenn, dann übernimmt ihr endlich Verantwortung. Es gibt nichts anderes. Ja, mit Jana ist einfach so, ja, direkt. Ja, anders geht nicht. Ich bin so, wie ich bin und ich stehe dafür da. Und ich weiß, dass ihr großartig sind. Ihr seid volle Potenzial. Und ich weiß, ihr denkt jetzt, aber ich will, dass ihr aufhört denken und spürt lieber. Und zum Abschied, steht ihr bitte auf. Jetzt gehen wir wie 100 Mal im Hocke erst. Nur wenigstens 20 Mal. Ihr sitzt viel zu viel hier. Also das ist mein voller Ernst. Auf was wartet ihr? Kommt. Ja, weiter. Ja, weiter. Handel, dann Handel, ja. Was ist los da vorne? Hey, ich sehe alle. In Hocke gehen, ja. Ja, kommt ihr. Wenn ihr jetzt das für eure Körper nicht tun, was wollt ihr dann schon? Die Lymphe steht, ihr hockt schon seit früh heute. Da bewegt sich nicht. Und dann kommt ihr zu mir und gesundheitliche Frage stellt. Das ist schon erste Antwort, Bewegung. Und jetzt legt ihr eure Hände auf dem Herz. Und jetzt Körperpendel. Weil viele kennen das, aber trotzdem nicht trauen sich immer zu fragen. Wieso mache ich das? Du kannst immer Antworten bei dir selbst zu bekommen. Immer. Und solltest das tun. Und wenn du schreibst mir E-Mail mit Frage, dann bekommst du oft die Antwort, frage deinen Körperpendel. Weil besser als du kennst du dich, kennt dich niemand. Egal welche Technik. Die Technik wird vom Mensch erschafft. Du bist universal. Du bist viel größer als die jegliche Technik. Was denkt ihr, wie viele ich Anfrage vom Raumschiff Technik aus Russland bekommen, dass ich den Gerät und den Gerät anzubieten? Ich finde, das ist nur eine Krücke. Mensch ist viel besser, Mensch ist viel stärker, intelligenter, viel voller Potenziale als jegliche Gerät. Und du kannst alles dich fragen. Und jetzt fühl deinen Körper, fühl mal deine Füße. Einfach fühle. Du stehst jetzt volle Kraft in deinem Körper. Ja? Und jetzt frag mal dich, aha, Zeit, ja? Zeit. Was ist schon Zeit? Hier und jetzt. Und jetzt frag dich, heiße ich zum Beispiel Jana und dein Körper beugt sich automatisch nach vorne oder nach hinten. Einfach frag nach deinem Namen.
bin ich eine Frau? Ja oder nein? Bin ich ein Mann? Ja oder nein? Und jetzt fragt ihr euch, habe ich die Kraft, Liebe zu leben? Brauche ich mich? Nur mich? Wenn ihr irgendwelche Frage habt, Beispiel, habe ich Borreliose? Ja oder nein? Brauche ich Vitamin B zum Beispiel? Brauche ich Vitamin D? Brauche ich diese Partner? Ja. Und geht's los. Ich weiß, dass vielleicht nicht bei jedem wird funktionieren, weil raus aus dem Kopf, rein in den Körper, fühlt ihr den Körper, wird bei jedem funktioniert. Übt ihr zu Hause, ist der Schlüssel für alle Fragen. Meine Liebe, du bist vollkommen. Einfach schätzt dich mehr als jemandem anderen. Weißt du wieso? Weil dann beginnst du auch andere viel besser zu schätzen. Beginn dich zu schätzen. Deine Intelligenz, deine Weisheit aus innen, die ist da. Frag die Körper, der zeigt dir. Weil ganze Informationen sammeln sich in unsere Körperzellen. Die wissen alles. Ich danke euch vom ganzen Herz, wünsche euch für den ganzen Rest des Kongresses alles Gute. Ich danke euch. Danke. Danke. Danke, danke.